In Österreich brauchen wir keine Kleinkunstbühnen mehr. Denn Bankenrettungen sind uns wichtiger als Kulturförderung. Gabi S., Lehrerin, nutzt das Internet nicht. So bereitet sie unsere Kinder optimal auf die Zukunft vor. Michael W., Historiker, hat vom AMS die Chance bekommen, auf der Baustelle zu arbeiten. Wozu braucht er dann noch ein bedingungsloses Grundeinkommen? Anna R. wird zu Recht an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Wieso lässt sie sich auch mit kriminellen Pflanzen ein? Philipp und Thomas L. wollen eine Familie gründen. Da geben wir die Kinder doch lieber ins Heim als in die Obhut solcher Eltern. Shahid A. arbeitet in Österreich. Natürlich interessieren wir uns da ein bisschen genauer für ihn. Und am 29. September ist Nationalratswahl? Warum dann überhaupt noch wählen gehen?